Hallo meine Lieben, zu einer weiteren Folge Star Citizen. Ja, heute wollen wir mal ein bisschen ein Winterspezial betreiben. Ne? Ich zeige euch mal ein bisschen, was man so treiben kann auf Microtech. Ne? Unserem Winterspaßplaneten, auf dem wir auch bald die IAE haben. Zu sehen in den nächsten Folgen. Ne? Aber jetzt erstmal Auto gekrallt. Unsichtbaren Innenleben der Räder, was irgendwann sicherlich noch gefixt wird, spätestens zum Release. Ist ja nicht tragisch. Funktioniert ja alles. Ja. Blinker setzen? Nein? Was ich mir hier wünschen würde für die Fahrzeuge, wäre eine Geschwindigkeitsregelung. Ne? So Speedlimiter, wie für die Raumschiffe. Wenn nur Tastatur fährt, hat man nur Vollgas oder gar nichts. Und die Bremse fliegt auch da nicht. Aber dann muss er nur kommen. Wenn ich wieder zurückkomme, die Bremse gerne. Ihr könnt auch direkt hier mit dem Schiffchen landen und das Fahrzeug rausholen. Ne? Da steht meine Aurora, die ich auch heute. Boing. Ja, kostet ja nicht viel Kraft, wenn man das möchte. Oh, Vollgas hier, ne? Schön durch die Gegend heizen. So macht das Spaß. Hui! Hüpf, hüpf. Nicht gegen diese Baumstümpfe da knallen, ne? Macht doch ein Auto kaputt. Stimmt noch, das Ding noch drauf haben. Stimmt. Eins bestimmt. Siehst du, siehst du? Hier ist so ein Baumstümpfchen, da dachte ich erst, ist vielleicht eine harte Wut drin, ne?
was ich schon mal stundenlang gesucht habe. Oder eine Mandelburg, aber bis jetzt habe ich sie nicht gefunden. Dann wollte ich doch irgendwo finden können, also nicht hier, das hier, aber so ähnlich sind die aus. Wahrscheinlich gibt es nicht im weißen Bereich, sondern nur da, wo es angetaut ist. Und in Lootbox natürlich. Schön die Aussicht genießen, ne? Gerade so, wenn die Sonne hier untergeht, sieht das schön aus, oder? Den Sonnenuntergang hinterhergefahren. Hui! Haben Sie hübsch gemacht. Jetzt möchte ich euch noch was anderes zeigen. Und zwar wusste ich das lange Zeit gar nicht. Andere haben es vielleicht schon gewusst. Gar nicht mal so weit von Babbage ist eine Höhle, wo man noch mit dem Fahrzeug rein kann. Gut, wenn man da mit dem Fahrzeug hinfährt. Ich habe schon mal probiert. Das dauert doch ein bisschen. Inklusive einer einiger Purzelbäumchen. Mit dem Schiffchen. Eigentlich ganz easy. So. Dorthin zu kommen. Allerdings würde ich dort nicht alleine reingehen. Nein. Medi-Tool, alles mitnehmen. Aber immer wenn ich da rein bin, bin ich eigentlich fast immer schon, als ich die erkunden wollte, die Höhle. An einigen Stellen kommt man da nicht weiter. Da müsste auch nochmal gefixt werden für. Auch wenn ich vermute, dass das so schnell nicht passieren wird. Aber wir haben viel zu viele andere Sachen gerade zu tun. Richtung Server-Meshing und sowas. Das werde ich sehr schwer kriegen. Ja. Dann wahrscheinlich auch Pyro. Und wer weiß, vielleicht auch gleich Nyx. Nicht allzu ferner Zukunft. Ja. Da bitten wir eine Startfreigabe. Muss man gerade aufpassen, dass man das Schiff nicht ausschaltet hier da. Ne? Momentan ist es ein bisschen schwierig, aber es geht. Security Outpost Courier. Nee. Da wollte einer seinen Crimeset löschen. Ist aber hops gegangen. Oder hier fliegt für Leo Crimeset, glaube ich. Ich will euch ja die Höhle zeigen. Also quasi raus aus dem Raumhafen. Herumgedreht, da hinten ist so ein Turm auf dem Berg. In die Richtung müsst ihr fliegen. Ne? Am Fuß des Berges. Also nicht ganz unten am Fuß, sondern halt hier. Da so, ne? Unten rechts. Genau da. Da ist die Höhle. Ja. Könnt ihr euer Schiffchen ja parken. Ja,
Hier draußen gibt es natürlich auch schon ein paar Stolperfallen, wo man hängen bleiben kann. Ne? Und sterben kann. Also irgendwie hat es hier schon mal erwischt. So, jetzt noch was anderes. Ein kleines Special unter den Specials. Ja? Mein Flug auf Microtech natürlich für den Raumhafen da vorne. Heute wollen wir jetzt nicht hin. Und zwar hätten wir jetzt hier auf die Bahn zu, ein Stück. Und drehen das Schiffchen dann gleich mal um 180 Grad. Einige Leute kennen das schon. So, ja, wir waren klein. So ein bisschen unterhalb. Genau. Spire Grand, oder wie das heißt. Das große Hotel. Ja. Da unten am Hof. Da ist es. Wanden wir hier mal. Ja. Ja, was kommt jetzt? Ja, ja, wisst ihr es, wisst ihr es, wisst ihr es? Oh, mal hinwischen, dass ihr auch was seht hier. Ja, da schau, guck. Guck da! Fröhliche Weihnachten! Wenn ihr uns zu Weihnachten seht. So. Wir haben ja lange für irgendwie keine Wärme, ne? Man kann mich innen reinstellen, man friert immer noch bei minus 3. Wow. Alles schön geschmückt hier. Weihnachtsbäumchen, Geschenke. Keine Notboxen. Naja. Hauptsache, es sieht schön aus. Ja. Das ist auch nichts. Münze kann man ja auch nicht schauen. Hände hoch, du Schurke! Ja. Oh, hier. Schütten hoch, ja. Ne? Sonst wirst du gemedikant. Keine Lebenszeichen mehr.
Aber wie sagte schon Rachel Kane so schön, die Leute schauen hier nach oben. Da habe ich gerade was vorsehen. Seht ihr, seht es? Oben drüber. Ich zeig's euch. So sieht man das halt ein bisschen schlecht. Ja, aber. Hm? Ich zeige euch doch mal mit Licht. Citizen. Wer hätte es gedacht? So. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr einen Like da lasst und ein Abo. Ja? Abos wären schön. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge zur AEI. Bis dann. Tschüss.